So, da sind wir wieder mit Crisis. Es geht weiter mit dem Missionsstrang Awakening. Und soweit ich weiß, geht es in dieser Mission ordentlich ab. Es wird viel geballert, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich glaube, hier sind echt ein paar üble Typen dabei. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir das Ganze hinter uns bringen. Aber als allererstes müssen wir natürlich den Ladebalken hinter uns bringen. Das ist immer unser größter Feind. Mit dem kann man wahrscheinlich nur mit einer SSD entgegenwirken, welche ich mir auch bald besorgen werde. So, komm, mach hinne. Wir wollen zocken hier, ne? Ich muss doch Parts aufnehmen, sonst haben die Leute nichts zum Gucken. So, danke sehr. Dann schauen wir mal. Maximale Panzerung. Robert, hören Sie mich. Ich kann Ihnen die versprochene Luftunterstützung erst schicken, wenn wir eine Landezone gesichert haben. Wir haben in der Nähe der Raffinerie ein geeignetes Gebiet identifiziert. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten. Sichern Sie die Landezone und wir schicken die Kavallerie. Verstanden, Major. Was Neues von den Geiseln? Negativ. Ich gebe Ihnen Bescheid. Okay. Wow, was ist das denn? Ja, ist ja. Raste doch mal aus hier. Was? Ich glaube, ich spinne. Es gibt immer noch nichts Neues über General Kirks exakte Position. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten eines Bürogebäudes innerhalb des Lagers der KVA. Suchen Sie im Gebäude Informationen. Finden Sie raus, wo Sie die Geiseln festhalten. Oh oh, ich muss hier weg. Ich werde ja gleich wieder gesehen. Das ist nicht so gut. Ah, da sind auch welche. Fuck. So eine Schitte, ey. Moment mal, wir haben sekundäres Missionsziel, das Bürogebäude, also müssen wir da doch hin. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich denke mal nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Und machen hier raus mal ein kleines Scharfschützengewehr, würde ich mal sagen. So. Hammers, hier Hammers. Ups, das war der falsche Modus. So, und dann legen wir uns mal... Ey, du sollst den Einzelschuss nehmen. Danke. Legen uns da hin. Oh, fail. Scheiße. Explodier. So, komm, mach. Bam. Zack. Okay, das ist doch nicht so präzise auf diese Entfernung. Oh, verreckt doch endlich. Scheiße, das ging ja mal ordentlich in die Hose hier. Das muss man schon sagen. Zack. Oh oh, Panzer. Ich begrüße Sie. Nein, lass mich. Lass mich bloß in Ruhe. Ich sag's dir. Ich hab dir nichts getan. Noch jedenfalls nicht, ja? Das kommt noch. Keine Sorge. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der Panzer hin? Willst du mich jetzt verarschen oder? Och, guck mal, wer da oben ist. Ein Freund. Tschüss. So. Ist noch jemand hier? Der noch nicht bedient wurde? Ne. Schaut gerade nicht so aus. Dann wechseln wir mal auf der Sturmvisier. Das ist so ein Kompromiss zwischen Sniper und Reflex, würde ich mal sagen. Das ist für unseren Einsatzzweck jetzt sicher besser geeignet. Oh, 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 oh. Weg mit dir. Hui, zum Glück. Zum Glück. So. Jetzt haben wir sie natürlich wieder alle angelockt. Komm, ich schieße dir noch 10-mal in den Rücken. Jetzt stirb halt. Hey. Wisst ihr was hier? Double Pistol ist jetzt mal angesagt. Ich habe jetzt auch mal... Oh, leck doch nicht so. Oh shit, oh shit. Oh shit. Wow, wo kam das denn wieder her? Oh je, das war wieder so ein toller Sniper. Jetzt hat der saublöd gespeichert, glaub. Ja, der hat saublöd. Ich muss weg. Nein, das sind Minen. Shit, ey. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Fuck. Alter, da schieße ich mit dem Raketen. Oh, jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich bin in einer ziemlich misslichen Lage gerade. Oh, scheiße. Ja gut, dann müssen wir es doch wieder anders machen.
Ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Tut mir leid, das war jetzt gerade wieder Epic Fail. Habe ich noch Granaten? Ja, ich habe noch Granaten. So, jetzt passt mal auf. Du bist jetzt mal ruhig da hinten, ne? Ey, von wo ist... Ach, da hinten ist noch einer. Okay. Aber lad erstmal nach. Zack. Was willst du denn, hä? Du kannst direkt mal fliegen gehen. So. Du kommst direkt mal her. Tschüss. Okay. Wo ist der Schussmodus? Hier ist er. So. Da hinten ist was. Komm her. Tschüss. Nein. So. Da hat dir dein Fass auch nichts gebracht. Nein, nicht die nehmen, nicht die nehmen. Hat ihm sein Fass als Deckung auch nichts gebracht. Wo schießt er denn schon wieder her? Ja, jetzt ist aber Schluss hier. Das Gauss-Gewehr wollte ich mir eigentlich noch aufheben. Da hinten. Na komm. So, das war ein Headshot. Wow, wie viele da sind. Alter, Granaten. So. Und immer schön da rein. Nein, 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 ich muss hier weg. Oh, oh. Jetzt hätte ich mich fast selbst weggesprengt. Oh Gott, habe ich ein Aim heute wieder richtig scheiße. Es kommt davon, wenn man zu viel Battlefield 3 spielt, dann kann man nichts anderes mehr. Tschüss. So, ja, ich habe in letzter Zeit mal wieder Battlefield 3 rausgekramt. Weil es dann doch irgendwie mal wieder Bock macht. Auch wenn ich da nicht so gut bin, aber so ein paar Runden Conquest Domination sind schon, na, nicht zu verachten. Muss man mal sagen. Und so eine Shotgun ist auch nicht zu verachten, wie ich hier gerade feststellen darf. Ist da unten noch einer? Ja. Tschüss. Sollte es doch ein... Wow. Ihr könnt alle mal sterben gehen. Guck mal hier. Ja, ich bin hinter dir, weißt schon, oder? So, geht doch. So wollen wir das haben. Da oben sollte noch irgendwo einer rumgammeln. Oder wo ist dieser Pfeil? Ist mir eigentlich egal. Wir holen uns jetzt hier erstmal Munition, Brandgeschosse. Ey, Moment, was soll das denn? Ich hab dich doch gehört. Jetzt komm doch hoch. Was willst du denn? Hast du keine Lust mehr? Dann kann ich verstehen. Hätte ich auch keinen Bock drauf, mir den Kopf wegballern zu lassen. So, was gibt's hier noch? Die Ey, ich will die Shotgun behalten. Shotguns sind cool, ja. Shotguns sind richtig cool. So, was ist jetzt hier los? Muss ich das kaputt machen? Nee, ich muss es benutzen. Gute Arbeit! Wir kennen jetzt Kyongs Aufenthaltsort. Er hält die Geiseln in der Mine fest. Ihr Navigationssystem wurde aktualisiert. Holt die Leute da raus, Soldat! Bin unterwegs, Major. Jut, das werde ich gleich machen. Erstmal muss ich mich hier wieder zu... Da ist doch schon wieder einer. Was ist denn hier los? Habt ihr immer noch nicht genug, ha? Zack. So. Dann würde ich sagen, weiter zu unserem primären Missionsziel. Tarnfeld aktiviert. Vielleicht hätte ich jetzt doch die andere, die AK-74 wieder mitnehmen sollen, weil, Oh, jetzt ruckelt es gerade übelst, weil dieser scheiß Berg da anfängt zu implodieren oder weiß der Geier. Keine Ahnung. Ich hole mir doch wieder jetzt für den Zweck. Wobei, doch, ich hole mir jetzt die hier. Weil ich brauche jetzt einfach eine Waffe, die ein bisschen Range hat, mit der ich auf der Ferne auch was machen kann. Weil ansonsten sehe ich da ehrlich gesagt schwarz. Wir schnappen uns die Brandmunition, weil ein bisschen Feuerkraft schadet nicht. Gar nicht, schon jetzt, erst recht jetzt nicht. So, wir sollten jetzt aber nur irgendwie wieder... Oh, 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 oh.
wieder dahin zurück, wo wir vorhin waren, damit wir wieder von hinten kommen können. Das ist halt immer noch meine Spezialität. Ich komme gern von hinten und fast ausschließlich von hinten und ja, so ist das. Was haben wir hier? Granaten. Habe ich ein paar verschossen, können wir immer brauchen und da nehmen wir auch noch Munition. Und du lässt mich jetzt bitte hier durch, sonst sprenge ich dein ganzes Scheißding in die Luft. Na toll. Dann eben nicht. So. Ich hoffe, hier sind keine Minen. Na, dürften eigentlich nicht. So, dann nähern wir uns mal den Gleisen da unten. Denn da standen auch ein paar Kollegen rum, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe ja vorhin schon einen gesehen, der stand hier irgendwo da. Oder weiter hinten, oder... keine Ahnung. Ich hoffe, er stand nicht weiter hinten, weil dann könnte er mir in den Rücken fallen. Oh, oh, da ist er ja. Nein, 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 nein. Epic Fail. Boah. Zum Glück hat der keinen Alarm ausgerufen, ausgelöst. Boah, war das knapp. Der hat schon mit den Armen gewedelt, wie so ein Affe. Oh je. Ob das was wird, treffe ich dem seinen Kopf. Das wird jetzt hier... Scheiße. Okay, verkackt. Verkackt. Jetzt geht der nämlich seine Kollegen warnen, oder? Nein. Weil er hat einen Headshot bekommen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, da hinten ist nämlich... Oh, da. Komm her. Komm her. Zier dich nicht so. Ich weiß, du willst es... Ja, das ist scheiße. Der guckt jetzt direkt in meiner Richtung. Maximale Panzerung. So. Das waren zwei saubere Headshots. Kennt man gar nicht von mir. Ich bin gerade selbst überrascht von meiner absoluten Professionalität hier. So, gehen wir mal darüber. Schau mal, was hier so abgeht. Oh oh. Da habe ich da schon wieder was gesehen. Scheiße, das war kein Headshot. Da läuft noch ein Spinner rum. Okay. Ich lasse nach, ich merke es schon. Dieses Glück hält nicht lange an. Oh, da ist nix. Hey, lass mich da hoch. Was ist eigentlich hier? Oh oh. Ja, der musste jetzt aber weg da. Wenn der mich gesehen hätte, dann wäre es aus gewesen. Und ihr Spacken da hinten, was wollt ihr eigentlich, ja? Hast du ein Geschütz oder was? Komm her. Okay, da hinten habe ich was gesehen. Da steht einer auf dem Dach. Das wollen wir natürlich nicht. Ich denke mal, wir legen uns mal hin. Vielleicht sind wir dann präziser. Und schauen wir mal, ob wir den treffen. Jawohl. Besser hätte es nicht laufen können. Das war ein Headshot 1A. Wunderbar. So, was geht hier ab? Ja, Leute, ihr merkt schon, ich halte mich gerade ziemlich im Hintergrund, weil... Nun ja, uns werden da noch ziemlich nette Typen begegnen. Die haben so lustige Tarnanzüge, wie wir sie auch haben. Und denen möchte ich nicht im Nahkampf begegnen, weil die haben eine Minigun und das heißt nichts Gutes. Das könnt ihr mir glauben. So eine Minigun, die ist doch recht schmerzhaft, wenn man die im Arsch stecken hat. Und ja. Deswegen... tue ich hier erstmal alles auskundschaften und zumindest schon mal die normalen KVA-Typen wegballern. Um die Heavy-Typen tue ich mich dann später kümmern. Da habe ich ja ein Gauss-Gewehr für. Da habe ich was gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Da war so ein Umriss. Hä? Irgendwie auch wieder nicht, aber egal. Ich sehe schon Gespenster. Ist ja toll. Ich hoffe, mein Mikro ist nicht zu nah am Mund, weil dann kommt immer dieses ekelhafte Pusten und das ist so scheiße. Ich habe es mal ein bisschen weiter weg gemacht. Ich bitte das zu entschuldigen, falls das gerade der Fall war. Guckt mal da, da ist so ein Spinner. So, wo ist mein Gauss-Gewehr? Gib mir mein Gauss-Gewehr.